had a terrorist attack in New York City. Wir hatten einen Terroranschlag in New York City. Getötet wurden Unschuldige, Zivilisten. Ich habe viel Schreckliches gesehen. Seit 9/11 ist nichts mehr, wie es war. Alles hat sich verändert. Die Welt hat sich verändert. Sommer 2016. Die neue Skyline von Manhattan. Da, wo 2001 noch die Twin Towers standen, steht jetzt das neue, das One World Trade Center. Baulich ist die Wunde geschlossen. Doch wie geht es den Menschen, den New Yorkern heute? Fotograf David Margulis dokumentierte vor 15 Jahren die Rettungsarbeiten am Ground Zero, 9 Monate lang. In dieser Zeit war diese Feuerwache sein Quartier. Zusammen mit Rettungskräften, Journalisten, Helfern. Denkmäler, die an den 11. September 2001 erinnern. It brings it all back. It brings it all back, you know. Die Erinnerungen kommen zurück. Die Unschuld der Opfer. Der Terror. Die meisten Menschen, die hier herumlaufen, haben wirklich keine Ahnung, wie es war, hier zu sein. Das ist jetzt zu einer Touristenattraktion geworden. Aus aller Welt kommen sie an diesen Ort, der sauber und freundlich ist. Fast schon zu steril für David. Er betrachtet ihn mit anderen Augen. Weil er das Grauen miterlebte, sah, wie Rettungskräfte im Schutt nach Vermissten suchten, meist vergebens. Die sichtbarste Veränderung ist selbstverständlich, dass die beiden Türme nicht mehr stehen. Das jetzige Gebäude ist anders, viel sicherer. Doch die größte Veränderung ist, wie die Menschen denken. Wir bereiten uns fast schon auf den nächsten Anschlag vor. Wir sind am Abgrund. Eine Nation, eine Welt am Abgrund. Fast alle Amerikaner erinnern sich, wo sie waren, als die Nachricht von den Terrorangriffen kam. Scott Morgan forscht seitdem zu den psychologischen und gesellschaftlichen Folgen. 9/11 war ein Schock für die amerikanische Psyche. Psychologen sprechen von einer Bedrohung der moralischen Ordnung. Früher lebten wir in einer Welt, in der wir uns sicher fühlten. Nach 9/11 sind wir aus Disneyland vertrieben worden, aus jenem Märchenland, von dem wir glaubten, dass uns dort niemand angreifen kann. Die furchterregende Welt, die Gefahren, sie haben uns erreicht. Woher kommt die Bedrohung? Viele New Yorker, viele Amerikaner sehen sie pauschal im Islam. Der Religion unterstellen sie Anstiftung zur Gewalt. Umfragen belegen, jeder zweite US-Bürger glaubt, dass sich Muslime nicht deutlich genug von Terrorangriffen distanzieren. Amerikaner assoziieren mit dem Wort Terrorist Muslime und Araber. Nach 9/11 wuchsen die Vorurteile ihnen gegenüber erheblich. Sie erreichten ihren Höhepunkt gleich nach 9/11 und sind jetzt immer noch höher als vor 9/11. Abir Kawas ist eine von ca. 1 Million Muslimen, die in New York leben. Liberale wie strenggläubige. Seit 9/11 fühlen sie sich stärker ausgegrenzt als je zuvor.
Ich habe die Islamophobie so satt. Sie verfolgt mich mein ganzes Leben. Ich war in der 4. Klasse, als das mit 9/11 passierte. Damals waren die Reaktionen verständlich. Muslime wurden angegriffen. Ich habe es erlebt. Doch inzwischen sind 15 Jahre vergangen und die Muslime werden immer noch attackiert, festgenommen. Unsere Jugendlichen haben Angst. Wenn es Übergriffe gibt, fürchten sich die Muslime, am nächsten Tag vor die Tür zu gehen. Wie lange soll das eigentlich noch so weitergehen? Ein Imam und sein Assistent wurden im August 2016 erschossen, auf offener Straße, am helllichten Tag. Die Tatwaffe fand die Polizei bei einem 36-jährigen Mann lateinamerikanischer Herkunft. Das Motiv für seine Tat unklar. Die Polizei schließt Hass auf Muslime nicht aus. Trotz 35 Grad im Schatten, Tausende bei der Beerdigungsfeier. Die amerikanische Gesellschaft ist tief gespalten. Ein Ringen zwischen Konservativen und Liberalen. Ein Streit, ob Muslime ins Land gelassen werden sollen oder nicht. Der Präsidentschaftswahlkampf polarisiert zusätzlich. Abir lebt mit ihrer Mutter und zwei Schwestern in Brooklyn. I'm good. How are you? How are you? Okay. We'll come. Inshallah, we'll come in the summer. Etwa 4 Jahre nach 9/11 änderte sich die amerikanische Einwanderungspolitik. Mein Vater wurde 3,5 Jahre eingesperrt. Meine Familie hat dagegen geklagt, um ihn freizubekommen. Dann wurde er nach Jordanien zurückgeschickt. Wir leben seitdem getrennt und können ihn nur besuchen. Er darf nicht zurück in die USA. Wir bleiben zwar per Telefon oder Skype in Verbindung, aber wegen 9/11 müssen wir die ganze Zeit getrennt voneinander leben. Eine Beziehung per Skype aufrechtzuerhalten ist schwierig. Man kann da nicht alles sagen. Es gibt wichtige Tage, an denen wir uns nicht sehen. Heute zum Beispiel ist der 30. Hochzeitstag meiner Eltern. Und alles, was mein Vater tun kann, ist, meine Mutter per Skype anzurufen. Das ist traurig. Muslime in Brooklyn, weitestgehend unter sich. Sie haben hier ihre Geschäfte, Restaurants, Anwälte, Ärzte. Unter Amerikas religiösen Minderheiten sind sie die am zweitbesten Ausgebildeten, nach den Juden. Die 24-jährige Abir hat Lateinamerika-Wissenschaften studiert und arbeitet seit knapp 2 Jahren als Sozialarbeiterin. Vor allem mit arabischstämmigen Jugendlichen. Ich mag dieses Kopftuch. Schön hell und einfach. Nach 9/11 versuchte ich, helle Sachen zu tragen. Besonders, wenn ich zum Flughafen ging. Ich hatte Angst, dass sie mich anhalten könnten oder dass jemand wegen meiner Kleidung Angst bekommen oder sich im Flieger über mich beschweren könnte. Ich mag immer noch helle Kopftücher, doch vor allem, weil ich glaube, dass sie mir gut stehen. Über ihren Alltag als Muslimin mit ihren nicht-muslimischen Freundinnen zu reden, fällt ihr schwer. Sie leben in einer Stadt, doch in zwei Welten. Ich bin Muslima und Amerikanerin. Als ich aufwuchs, spürte ich da einen Widerspruch. Ich schämte mich dafür, Muslimin zu sein. Inzwischen habe ich gelernt, meine Kultur zu akzeptieren, mich nicht dafür zu entschuldigen, wer ich bin. Menschen aufzuklären über den Islam, über mich, indem ich einfach normal bin.
2 Autostunden östlich von Ground Zero. Bill und Michelle McNaughton, beide pensionierte New Yorker Polizisten, auf dem Weg zum Grab ihres Sohnes. Our son was James McNaughton. Mein Sohn heißt James McNaughton. Er war 27 Jahre alt, Jimmy. Er war Hauptfeldwebel in der US-Armee. Er starb im Einsatz in Bagdad, Irak. 2005 tötete ihn ein Scharfschütze. Er war auch ein New Yorker Polizist. Er gehörte zum Jahrgang von 9/11. Er wollte dort sein, wo der Kampf ist. Deshalb sind wir jetzt hier. Ich habe hier auf dem Friedhof gearbeitet von 2006 bis 2013, halbtags. Ich sah ihn am Morgen, wenn ich hierher kam. Ich sah ihn, wenn ich wieder ging. Man gewöhnt sich nicht daran. Man muss lernen, damit zu leben. Wir nennen das die neue Normalität. Für mich ist nichts mehr normal. Du hast gute und schlechte Tage. Wenn ich wirklich einen schlechten Tag habe, komme ich hierher. Das kann um 3 Uhr nachts sein. Dann muss ich hierher kommen, um ihn zu sehen. Überall in ihrem Haus Hinweise auf Jimmys Schicksal. Kein Wort der Kritik am Einmarsch in den Irak, über die Unwahrheiten der Bush-Regierung im Vorfeld. Für sie ist ihr Sohn ein Held. Meiner Meinung nach ist die wichtigste Auszeichnung die hier. Das Purple Heart wird nur denen verliehen, die im Kampf verletzt oder getötet wurden. Den bronzenen Stern bekommt man für Tapferkeit. Die Irak-Medaille für den weltweiten Kampf gegen Terror. Wenn das alles jemand an seiner Uniform trägt, dann weiß man, der hat gekämpft. Das frühere Kinderzimmer ihres Sohnes. Reliquien von 9/11. Erinnerungsstücke aus dem Irakkrieg. Bill und Michelle haben ihre politische Meinung seit dem Irakkrieg nicht geändert. Sie sind konservativ, Republikaner. Jimmy's baby picture. Sie werden wahrscheinlich Donald Trump wählen. What did my son die for? Wofür starb mein Sohn? Was hat Obama getan? Die Kampftruppen aus dem Irak abgezogen. Wir sind darüber gegangen, taten, was getan werden musste, mit Samthandschuhen, weil man dieses und jenes nicht machen durfte. Aber wir haben es hingekriegt. Wir ließen Ausrüstung zurück, die Millionen kostet. Nicht zu erwähnen all die Menschen, die dort ihr Leben ließen. Wofür? Denen im Irak geht es jetzt schlechter als zuvor. Ich verstehe diese Logik nicht. Die Kriegslogik? Sie folgt der Politik, der Staatsräson. Die Kriegseinsätze nach 9/11. Eigentlich müsste das der ehemalige General Petraeus erklären können. Er war von 2007 bis 2008 Kommandeur der US-Truppen im Irak. Doch er kommentiert Entscheidungen der Politik nicht. Er führte sie aus. The sheer cost, the loss of life, die schieren Kosten, der Verlust von Menschenleben. Der ganze Aufwand, die Anstrengung, die unser Land unternimmt. Das alles. Und dann die Frustration über das Ergebnis der Kriege. Das sind nicht Kriege, bei denen wir einen Hügel erstürmen, die Flagge hissen und dann nach Hause fahren, um eine Siegesparade abzuhalten. Das sind Kriege, die sich hinziehen. Das sind Auseinandersetzungen, die Generationen andauern. Ich denke, dass die Erkenntnis gewachsen ist und der verständliche Wunsch, eine Strategie zu entwickeln, die nachhaltig ist. Strategy and approach that is sustainable.
Doch der Irakkrieg hat eine ganze Region destabilisiert. Indirekt gibt der ehemalige General zu verstehen, dass die USA nur eingeschränkt handlungsfähig sind angesichts der neuen Bedrohung. Die Einstellung war, dass wir abgesichert sind durch die Ozeane im Osten und Westen, durch die Alliierten im Norden und Freunde im Süden. Eine beneidenswerte Position. Seit dem Kalten Krieg haben wir keine Bedrohung erlebt wie die von 9/11. An diesem Tag wurde die Welt auf den Kopf gestellt. Und so hat wirklich die Welt turned over that day. Amerikaner lieben ihr Land. Nach 9/11 zeigen sie ihren Patriotismus noch freimütiger als zuvor. Es entstand eine Erinnerungskultur, die einige Nicht-Amerikaner nur schwer nachvollziehen können. Feuerwehrleute und Polizisten, sie wurden als wahre Helden von 9/11 gefeiert. Tausende leiden bis heute schwer unter den Folgen der Katastrophe. Dennis Frederick ist einer von ihnen. Die Diagnose: posttraumatisches Stresssyndrom. Nur in Begleitung seines Hundes Bailey und seiner Ehefrau Nancy traut er sich zum Ground Zero. Am 11. September 2001 stieg der damalige Polizist in einen der brennenden Türme und rettete viele Menschen. Wir gingen hoch in die 14. Etage. Als der zweite Turm getroffen wurde, wussten wir, es ist ein Terrorangriff. Im Treppenhaus waren viele Menschen. Es gab da ganz verschiedene Gefühle. Mitleid, Verachtung, Trauer. Zuerst hörte ich es, dann sah ich es. Ich ahnte erst gar nicht, dass Menschenkörper runterfielen. Dann stürzte das Gebäude ein. Ich sprang unter einen Feuerwehrwagen. Dort verlor ich offenbar das Bewusstsein. Zeit für die Medizin. Okay, thanks. Kurz nach dem Terrorangriff wurde Dennis vorzeitig pensioniert, gegen seinen Willen, nach 22 Dienstjahren. Doch arbeiten ging nicht mehr. Dennis nimmt täglich 22 Tabletten. Ich fülle die Pillenbox für ihn. Ohne die Medikamente schafft er es nicht durch den Tag. Nach 9/11 trat Dennis seine Flucht nach innen an. Weg von der Welt, weg von ihren Gefahren, vom Terror. Seine Garage. Rückzugsort des 64-Jährigen. Es war ein langsamer Übergang in die Garage. Ich war in anderen Räumen, doch ich fühlte mich dort nicht wohl. Ich verlasse die Garage nicht mehr. Ich bleibe in dieser selbstgewählten Isolation, in diesem Gefängnis. Ja, es ist ein Gefängnis. Man kann es nicht anders nennen. Ein Gefängnis, aber ein nettes Gefängnis, ohne Gitter davor. Ein Gefängnis, das ich verlassen kann und in dem ich mich frei fühle. Ich habe hier einen Fernseher, sehe mir Western an, weil sie harmlos sind. Sie haben nichts zu tun mit der Realität. They don't have anything to do with reality. Come on, girl. Bailey ist seit einem Jahr bei Dennis, geschult, um traumatisierte Menschen zu begleiten. Bailey, my dog, service dog. Bailey ist mein Therapiehund. Er sorgt für einen Schutzraum. Eine Zone, in der mir Menschen nicht zu nahe kommen können. Wo ich mich wohlfühle. A zone where I can feel comfortable. She's my hands. Der Hund hält mir die Welt vom Leib. Away the world. Keeping it away from me. You gotta go back out and in.
Die Zeit heilt nicht alle Wunden. Bills und Michelles Trauer über den Tod ihres Sohnes im Irak bleibt. Auch der Stolz über seinen Patriotismus. In der Nachbarschaft ist eine Straße nach ihm benannt worden. Und im Gefangenenlager Guantanamo ein Haus. Ich möchte, dass die Menschen auf dieser Welt miteinander auskommen. Wir alle glauben an Gott. Mein Gott sagt nicht, dass ich töten soll. Ich bin mir sicher, dass auch Ihr Gott das nicht verlangt. Warum müssen wir dann einander töten? Ihre Religion, Nationalität oder Hautfarbe spielen keine Rolle. Wir alle wollen dasselbe. Wir wollen, dass unsere Familien glücklich sind. Wir wollen Frieden. Zumindest ich möchte das. Doch Realität ist, feindselige Töne gegenüber Muslimen haben sich im Präsidentschaftswahlkampf verschärft. Mit seinen Tiraden gegen muslimische Einwanderer verstärkt Donald Trump schon bestehende Vorurteile. Hallo. Heute sprechen wir über Volksverhetzung. Abir hat seit 2014 einen Job bei der Arabisch-Amerikanischen Gesellschaft. Sie schreibt und hält Vorträge gegen Islamfeindlichkeit, trainiert andere, darüber zu sprechen. Ich möchte, dass die Menschen verstehen, dass Gewaltakte uns alle treffen, auch die muslimische Gemeinschaft, die damit in Verbindung gebracht wird. Das hat negative Folgen. Ich möchte, dass wir alle erkennen, dass wir alle dasselbe erleiden. 9/11 hat ein Trauma geschaffen, ein Trauma für uns alle. Das Trauma wird bleiben, vorläufig zumindest. Auch die Angst und der Wunsch nach mehr Sicherheit, so Psychologen. Die Amerikaner akzeptieren inzwischen höhere Verteidigungsausgaben und Einschränkungen ihrer Privatsphäre. Eine trügerische Sicherheit? Amerikas zukünftiges Verhalten ist schwer vorauszusagen. Wahrscheinlich dürfte es keinen Angriff mehr geben, der genauso schockierend sein wird wie der vom 11. September. Andererseits ist jeder Terrorangriff auch ein Widerhall vom 11. September. Wie Amerika auf zukünftige Attacken reagiert, hängt davon ab, wie heftig, wie zahlreich, wie überraschend sie sein werden. Attacken fürchtet Dennis nicht. Nicht mehr. Der einzige Angriff, den er gelegentlich abzuwehren hat, ist der beim Schachspiel, wenn er gegen sich selbst antritt. Unzählige Romane wurden darüber geschrieben. Hollywood hat die Geschichte dieses Tages erzählt. Schreiben hilft auch Dennis. In seinem Buch erzählt er von seinem Leben vor, während und nach 9/11. At the end of self, where does one go? To the rear or to the fear? If only the clock would stop where your fragile mind can find your secreted memories. Turn them to light, turn them to flight. All old becomes new. Always to the end. Always to the end.